So, ich bin schon wieder auf dem Weg, online zu gehen. Ihr seht natürlich Mario Kart, aber nur zu Beginn. Grüße gehen jetzt schon mal raus an Schleuderaffe, denn ich habe mir Dying Light 2 geholt. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel so ist. Also ich habe ein paar Streams gestern noch angeguckt, als schon einige streamen konnten. Und muss sagen, ich bin eigentlich wirklich positiv überrascht. Mal gucken, was das Spiel so bringt. Wie gesagt, ich denke mal, heute Abend irgendwann werden wir dann mal reingehen in Dying Light, weil... Ich würde mal sagen, ein Horrorspiel sollte man auch abends spielen. Können wir mal kurz rüber gucken. Ihr seht, ein Download läuft. Insgesamt sind jetzt 33% gedownloadet. Ich habe mir das Ganze aber bei Steam direkt geholt, weil das Angebot ist nämlich nicht mehr da bei MMOGA. Aber die Uncut-Version war kurz da, aber dann war sie doch ausverkauft. Also zurzeit ist es ein bisschen schwierig, da Glück zu haben. Wir können es mal gerade aktualisieren. Ne. Wie gesagt, bei mir stand der Preis, ich glaube, statt 59 Euro, 57 Euro. Aber die Uncut-Version war definitiv kaufbar. Nur dann habe ich noch gerade was anderes geguckt, habe kurz mit meiner Frau geredet und schwupp, war alles ausverkauft. Also wer die Uncut-Version sich kaufen will, ein bisschen Geduld mitbringen, ist bei MMOGA auch wieder zu haben. Das normale Spiel anscheinend nicht. Also nur die Uncut-Version. Können wir mal gerade gucken, aber eben war sie auch nicht verfügbar. Den Light 2, zack, zack. Ja, ihr seht schon, nur die zwei sind verfügbar. Das hier war ein DLC und hier nur die Uncut-Version. Ja, ihr seht, der Preis steht zwar da, bei mir stand auch der Preis, hab's in den Einkaufswagen, aber war dann doch zu langsam. Ich werde euch die Seite einfach mal verlinken. Denkt dran, MMOGA hat natürlich auch noch mehr zu bieten. Also wer Bock hat, sich da irgendwas zu gönnen, 50 Euro PSN-Karte für 44 Euro, würde mich natürlich supporten. 100 Euro Karte, 90 Euro. Also du kannst schon ordentlich sparen, weil ganz einfach, dann gibt es noch den Treue-Rabatt, zeige ich euch auch gerade ganz schnell, wenn ihr ein bisschen was gekauft habt. Das läppert sich aber recht schnell zusammen. Ich bin halt lebenslanger Stammkunde, fragt besser nicht warum. Und habe deshalb 10%. Also bei mir ist es immer ein bisschen günstiger, wenn ich da einkaufe. Und wer Bock hat, mich zu unterstützen, kann dies gerne tun. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein in Mario Kart. In dem Sinne, bis gleich. Kart 8.6, wie immer.